Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um meine Top 5 Duschgel gehen. Ihr habt ja vielleicht mein letztes Video gesehen mit meinen Top 5 Haarpflegeprodukten und heute möchte ich das Ganze mit meinen Lieblingsduschgelen aktuell machen. Ich habe vor zwei Jahren das Ganze auch schon mal gemacht. Da habe ich wirklich jede Kategorie einzeln aufgeführt. Dieses Jahr wird es jetzt erstmal nur bei Duschgel und Haarpflege bleiben, denn ich habe bei den anderen Kategorien nicht mehr so viele Produkte da, dass ich jetzt sagen würde, okay, von den 6 Produkten sind die 5 meine Lieblingsprodukte. Deswegen geht es heute jetzt um meine Duschgel und dann werden wieder normale, reguläre Videos folgen. Genau, und ich starte jetzt einfach mal direkt durch. Und zwar starte ich mit einem Duschgel, was wirklich schon seit Jahren eines meiner Favoriten ist, vor allem im Sommer. Das Fahr Coconut Milk Duschgel, das ist mit Kokosnussmilchduft und ist ein richtig, richtig tolles Produkt. Das ist für mich sehr, sehr ähnlich zu dem The Body Shop Duschgel und ich liebe das The Body Shop Kokos Duschgel. Deswegen liebe ich auch das. Das kostet im Angebot, lass mich liegen, 85 Cent vielleicht. Das The Body Shop kostet in groß ja, glaube ich, 7 Euro. Und ich liebe das. Ich finde, das schäumt gut auf. Das riecht gut. Das riecht auch ein bisschen länger noch auf der Haut. Ich liebe diesen Duft. Ich liebe das. Und ich finde auch, die Farbprodukte sind nicht so austrocknend. Ich finde, die machen die Haut schön weich. Und mag ich sehr, sehr gerne. Es gab ja auch mal noch eine Variante, die hieß Coconut Water. Die war dann mit Kokoswasserduft. Das war nicht so meins. Aber hier diesen Kokosmilchduft, dieses cremige, kokosnussige, sommerliche, finde ich richtig, richtig toll. Und deswegen ist das auf jeden Fall immer noch ein Favorit von mir. Ebenfalls immer noch ein großer Favorit von mir ist das Trackle Moon One Ginger Morning Duschgel. Das ist mit Ingwer-Extrakt, wie der Name schon sagt. Und ich liebe das. Ich habe das auch schon einige Male aufgebraucht, jetzt in den letzten 1,5, 2 Jahren. Ich verwende das eigentlich, also ich habe eigentlich immer eine Flasche unter der Dusche stehen, weil ich das, wie gesagt, liebe. Aktuell steht es nicht unter der Dusche, weil ich ein paar andere erst aufbrauchen möchte. Aber das ist so ein toller Duft. Das ist so ein richtig schöner, erfrischender, sauberer, spritziger Duft. Ich liebe das total. Und wie gesagt, habe ich einige Male leer gemacht jetzt in den letzten Jahren. Und die 500 ml reichen natürlich auch eine ganze Weile. Mag ich sowohl im Sommer als auch im Winter und ist ein Top-Favorit von mir. Ebenfalls nochmal was von Trackle Moon, was ich glaube ich aber noch nicht in meinen Top 5 Duschgel gezeigt habe, ist dieses Duschgel hier, das Dose Lemonade Days. Ihr seht, das ist auch schon gut aufgebraucht, das bin ich eben gerade am Verwenden. Das ist ein Duschgel mit Zitronenextrakt, das sieht auch sehr schön aus. Ich habe das jetzt hier bei Easy Bramit bestellt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das noch irgendwo zu kaufen gibt. Ich glaube, bei Easy Bra war es zumindest das letzte Mal aufverkauft. Ja, aber ich liebe das. Das riecht so schön frisch, zitrisch. Ist auch unter der Dusche so richtig, richtig toll, intensiv. Sehr, sehr schön nach so einem Zitronenbonbon. Also ich liebe das. Ich liebe das. Und ich finde auch, die Trackle Moon Duschen machen die Haut nicht so trocken. Die sind sehr angenehm. Man braucht nicht viel. Die schäumen wirklich super auf. Die haben intensiven Duft, wo man auch lange noch wahrnimmt. Und auch das Top-Produkt. Dann ein Produkt, was tatsächlich relativ neu ist und was es, glaube ich, jetzt auch nur im Sommer geben wird. Und zwar ist das ein Duschgel von Dresdner Essenz. Hätte ich auch nicht gedacht. Das ist das Easy Peasy Lemon Squeezy Duschgel für Zitronenliebhaber. Und ihr seht schon, das riecht nach Limette, Grapefruit und Zitrone. Ist eben von Dresdner Essenz, wie gesagt. Und ich habe mir das gekauft, weil ich das Design so schön fand. Und ich hatte davon ja das Badesalz und fand da auch den Duft toll. Und dachte, okay, probierst es halt einfach mal aus. Habe ich, meine ich, bei DM mitgenommen. War auch so ein extra Aufsteller. Und es ist so ein ganz, ganz, ganz spezieller Duft. Es ist schwer, den zu erklären. Ich finde irgendwie, dass es mich so ein bisschen auch an diese Zitrone-Buttermilch-Reihe von Balea erinnert, die es mal gab. Oder ich weiß nicht, gibt es die noch, aber ich finde, die haben den Duft so ein bisschen verändert. Ja, ich liebe das. Ich finde das richtig, richtig gut. Es ist mal was anderes. Es ist ein bisschen was Neueres. Es riecht natürlich nicht identisch zu dem Buttermilch-Zitrone, aber es riecht einfach so ein bisschen auch nach Buttermilch. Es riecht zitrisch, es riecht frisch. Es riecht trotzdem so ein bisschen cremig, pflegend. Also ich finde das richtig, richtig angenehm. Und auch das kann ich sehr empfehlen. Also auch das ist aktuell ein Favorit von mir. 300 ml sind drin. Und ich finde, das ist auch sehr ergiebig. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Produkt, was so die Duschprodukte angeht. Und zwar ist das ein Peeling. Das Waldsieben Duschwellness Hammam Kaffee Peeling mit Espresso-Duft. Und ja,
Das ist ein Kaffeepiegen. Ihr wisst ja, ich trinke keinen Kaffee. Also wenn dann nur diese Kaffeegetränke vom Lidl oder so mit Vanillegeschmack. Das ist jetzt auch noch zu. Ich habe aktuell noch ein offenes unter der Dusche stehen. Das riecht sehr, sehr stark nach Kaffee. Wie gesagt, ich trinke keinen Kaffee. Ich mag aber den Duft von Pflegeprodukten sehr, sehr gerne. Das sind jetzt hier, wie viel ist denn hier drin? 150 Gramm. Und ich glaube, das kostet 5, 6 Euro. Ich finde das aber super. Ich finde, das macht tatsächlich auch was mit der Haut. Ich finde, ich habe danach wirklich ein sehr, sehr schön gepieltes, feines Hautbild. Verwende ich eben hauptsächlich für die Beine und für die Arme. Klar, es macht so ein bisschen Sauerei. Also man sollte da schon gut nachspülen dann in der Dusche. Verwende ich so zweimal die Woche. Finde ich sehr, sehr gut. Sanftes Kaffee-Mousse-Peeling mit Arabica-Bohnen, Aprikosenkernöl, Squalan und Extra-Koffein. 99% natürliche Inhaltsstoffe und ist ein kosmetisches Wellness-Produkt. Nicht essbar steht hier drauf. Ja, und wie gesagt, ich mag das richtig, richtig gerne. Kaufe ich immer über die Shop-Apotheke. Gibt es bestimmt auch in anderen Shops. Müsste ich vielleicht mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob es da noch andere Sorten gibt. Ich habe mal gesehen, es gibt, glaube ich, noch sowas mit einem grünen Etikett. Muss ich mal gucken, ob das auch ein Kaffeepeeling ist. Aber ich liebe das, habe das auch, glaube ich, noch drei oder viermal hier und habe ich eigentlich immer unter der Dusche stehen. Ich bestelle ja so circa alle 2 Monate für meine Mutter bei der Shop-Apotheke, bestelle da dann meistens gleich Töpfchen mit. Und wie gesagt, liebe ich. Macht die Haut super, ist halt, wie gesagt, ein Kaffeepeeling. Also es peelt sehr, sehr stark, wie ich finde. Und liebe ich. Ja, mag ich richtig, richtig gerne. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und das waren dann auch schon meine aktuellen Top 5 Lieblingsduschgele. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr aktuell so gerne verwendet für unter die Dusche an Duschgel. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao.